Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg Feiste Fliege, oder genauer gesagt hier um den Abschnitt Verdammnishof, welches sich im Gebiet Argus befindet und zwar bei 6672 und zwar hier im Teilgebiet Krokun. Und ja, das Team der Gang zu besiegen sieht die Folge aus: Wir nehmen irgendein Glühwürmchen mit den Attacken Kratzen, Verwirrender Stich und glühendes Toxin. Bei diesem Pet muss man ein wenig auf die HP-Anzahl achten, also da muss man etwa 1380 haben. Also das ist jetzt bei diesem quirligen Glühwürmchen der Fall. Auch bei relativ vielen anderen Pets mit diesen drei Attacken sollte es eigentlich der Fall sein, dass man halt einfach ja mit einem normalen Breed halt einfach diese HP-Anzahl erreichen kann. Dann hier Icky mit wilde Kralle, schwarze Klaue und Char, und danach nimmt man am besten eine Motte mit Alpha-Stoß, Kokonschlag und Mottenstaub. Das letzte Pet muss normalerweise nur eine Attacke ausführen und dann ist eigentlich der Kampf gewonnen, deshalb kann man an der letzten Stelle eigentlich fast jedes Pet nehmen, aber ich habe mich halt dann für eine Motte entschieden, weil ich die immer wieder einmal verwende und die auch relativ oft ja, vorhanden sind in großen Maßen, sag ich mal. Ja, zu Beginn einfach gleich einmal das glühende Toxin raushauen. Danach hier kratzen. Dann als nächstes der verwirrende Stich. Und hier ist dann gleich die Stelle, wo es relativ knapp wird. Also ich habe es jetzt einige Mal probiert, normalerweise sollte ein Glühwürmchen mit 1400 überleben, weil hier die Attacke Huf mit 696 plus der Schaden von 691 sollte 1400 sicher mal nicht überschreiten, wenn man das richtig berechnet hat. Aber falls ein Crit durchgeht, natürlich würde das Glühwürmchen sterben. Ist jetzt nicht unbedingt sehr tragisch, natürlich würde dann das letzte Pattern mehr Attacken einsetzen müssen. Aber wenn alles normal abläuft, sollte das Glühwürmchen an dieser Stelle überleben. Dann hier wieder das glühende Toxin einsetzen, weil der Verdammnishof setzt hier Kauen ein und deshalb bekommen wir noch keinen Schaden. Den bekommen wir erst in der nächsten Runde, deshalb kann man hier an dieser Stelle eigentlich passen. Und dann kommt hier Icky ins Spiel. Und hier der übliche Ablauf ist hier einfach schwarze Klaue und Char. Leider kann jetzt Icky nicht unbedingt gerade zwei Durchläufe machen mit der Char, weil es ja vorher noch stirbt. Außer Huf würde euch nicht gerade allzu gut treffen, aber im Normalfall sollte eigentlich hier an dieser Stelle Icky sterben, weil hier eben der Verdammnishof hier noch Wildtier-Buff hat und deshalb sollte es eigentlich normalerweise so sein, dass eben Icky an dieser Stelle stirbt. Dann kommt hier die Motte ins Spiel und die Motte setzt eigentlich nur noch Alpha-Stoß ein und dann ist eigentlich Verdammnishof besiegt. Also ihr seht, die Attacke hat jetzt einigen Schaden rausgehaut. Muss gleich schauen, wie viel. 538, also sollte eigentlich keine Probleme darstellen, diesen Gegner noch zum Schluss besiegen zu können. Eben mit Alpha-Stoß mit dem ersten Durchgang einfach weggehauen und dann ist der Gegner besiegt. Ja, das war's eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald.